Hey! Ja, ich krieg ja oft gesagt, Iso, mir tut der Arm so weh, mir tut die Hand so weh. Gibt ja viele Dinge, die man so machen kann, bei dem einem nachher der Arm oder die Hand weh tut. Das meiste davon will ich gar nicht so genau wissen. Aber wenn es um Ukulele geht, das sollte ja nicht sein. Wenn ihr vom Greifen Schmerzen in der Hand kriegt, dann ist auf jeden Fall angesagt, dass ihr um die Ecke zum nächsten Ukulele-Sachverständigen geht und mal gucken lasst, was falsch läuft. Weil das soll nicht sein. Es darf nicht wehtun beim Greifen. Es hilft übrigens auch ein Gitarrenlehrer, denn die Greiftechnik und das Halten ist in diesem Fall wirklich völlig gleich. Wenn ihr was falsch macht, dann wird er das sehen. Lasst euch drauf gucken, wenn ihr wirklich Probleme mit dem Arm habt, wenn das wehtut, wenn ihr Schmerzen habt. Macht auch irgendwie keinen Spaß. Ich möchte euch dennoch drei Sachen, nennen wir sie auch Tipps, an die Hand geben oder mal so um die Ohren hauen. Da könnt ihr mal selber kurz drauf gucken, ob das vielleicht bei euch der Fall ist. Eins, eine völlig bescheuerte Haltung. Sehe ich ganz häufig, speziell bei den Kleinen, ne? Man spielt so Ukulele und die will aber beim Umgreifen immer so nach unten, also fängt man an, die so zu packen, ja, und dann will man ja auch so ein bisschen sehen, was man so spielt, ne? Und dann guckt man so aufs Griffbrett und dann wird die Ukulele so schwer mit der Zeit und dann klemmt man hier so den Arm rein, dass man die besser halten kann. Ja, Leute, und das tut nach kürzester Zeit weh, müssen wir nicht drüber reden. Voll behämmert. So, die Ukulele muss schön gerade hängen und euer Arm ist schön rund, ja, in allen Gelenken. Finger sind rund, Hand ist rund, Handgelenk ist rund, Ellenbogen ist rund und weich, Schulter ist locker. So sollte das auch sehen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, und die meisten kriegen das am Anfang nicht hin, weil ja eben diese, man will gucken, man will halten, man will alles, besorgt euch einen Gurt. Es muss nicht so einer sein. Bastel-Tutorial für einen sehr guten habe ich. Für so einen To-Go-Gurt habe ich irgendwo anders mal gedingsbumst. So, jetzt braucht ihr auf die Haltung überhaupt nicht mehr zu achten. Ihr könnt nur noch durchatmen und ganz entspannt alles halten. Ihr seht, das ist so super locker und ich muss mich nicht darum kümmern, dass der Hals oben bleibt, dass die Ukulele da bleibt, wo sie ist. Total gut. Eins. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Erlebe ich auch ganz häufig, dass die Leute drücken den Stier, aber irgendwie will es nicht so richtig klingen und gerade die bösen Barré-Griffe, die wollen nicht und man drückt und drückt und es passiert nichts und Scheiß. Ja, das ist genau der Punkt. Ihr drückt und drückt und dann drückt man so wie ein Viech und das tut auch irgendwann mal weh. Dabei kann man das ganz schnell ändern. Erstens, greift mal mit der Fingerkuppe. Nicht mit der Fläche, so flach, sondern mit der Kuppe. Finger schön rund. Ja, natürlich von unten, da sieht man es nur jetzt nicht so gut. Also schön rund. Und greift ganz nah am Bundstab. So, dass ihr den Bundstab richtig mit dem Finger ein bisschen spüren könnt. Wenn ich jetzt so flach greife und weit weg, dann klingt mein Ton so. Und wenn ich da... Wird ein bisschen besser, wenn ich drücke, aber ich drücke jetzt echt wie ein Stier. So, wenn ich ganz rund und nah am Bund greife, ich drücke so gut wie gar nicht. Ganz locker. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Kraft auf den Fingern, sondern allein dadurch, dass ich ganz nah am Bundstab greife und mit der Kuppe ganz genau die Seite abkneife, kriege ich schon einen sauberen Ton, der ganz wenig Kraft braucht. Ja, das ist total wichtig. Und schon kommen wir zu Punkt Nummer 3. Da sind wir nämlich wieder bei dem Drücken wie ein Stier. Ja, ist alles so, und der Daumen und... Kein Wunder, dass das irgendwann wehtut. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so, dass man so drückt, sondern stellt euch mal vor, ihr habt so einen Haken, die Hand ist so ein Haken, und ihr hakt die so ins Griffbrett ein. Und jetzt lasst ihr einfach eure Schulter und euren Ellenbogen sacken. So, jetzt zieht ihr damit automatisch die Ukulele nach hinten. Okay? Und jetzt legt ihr hier auf der anderen Seite den Arm so ein bisschen dagegen. Und dann merkt ihr, wie ihr durch einfach beide Arme locker lassen, nicht drücken, sondern locker lassen, eine echte Spannung auf die Finger kriegt. Ich habe überhaupt gar keine Kraft am Start und ich merke schon, ich muss jetzt richtig, wenn ich jetzt
Ihr seht, wie jetzt die Ukulele wegflippt, wenn ich einfach nur loslasse. Und das ist eigentlich genau das, wo wir hinwollen, dass ihr mit dem Gewicht eures Schlagarms und mit dem Gewicht eures Greifarms in die Saiten drückt. Der Daumen drückt eigentlich überhaupt nicht. Der stabilisiert die ganze Sache nur, dass ihr nicht verrutscht während dem Spielen. Okay? Probiert es mal, dass ihr während dem Spielen so drauf achtet, ist das denn alles locker? Fühle ich mich wohl? Ist der Daumen locker? Und dafür gibt es eine wundervolle Übung. Geht mal zweite Lage, also Zeigefinger, zweiter Bund. Und jetzt habe ich ja auch schon einige Videos dazu gemacht, staffelt ihr ja die Finger so drauf. Und jetzt mache ich aber was ganz Krudes. Ich nehme mal den Daumen vom Hals weg. Und der winkt jetzt hier oben. Und ich lasse einfach nur den Zeigefinger mal vom Gewicht, also ganz nah am Bund, vom Gewicht des Arms in die Seiten, in den Bund ziehen. Und ihr merkt, der Ton ist, obwohl der Daumen gar nicht dahinter ist, astrein. Und das Schöne ist, ihr könnt jetzt mit dem Ellenbogen mal so ein bisschen locker flattern. Und auch mit der Schulter mal gucken, ob sie locker ist. Der Daumen ist noch nicht da, überhaupt nicht hinten dran. Lasst einfach den Arm, das Gewicht vom Arm mal den Finger in die Seite ziehen. Und wenn ihr dann soweit seid, dann legt ihr einfach nur den Daumen hinten ab. Einfach nur so drauflegen, zum Stabilisieren, damit die Ukulele beim Greifen nicht die ganze Zeit so rumruckelt. Und bei der Gelegenheit könnt ihr gleich noch das Vibrato so ein bisschen mitüben. Dasselbe gilt natürlich auch für den Barré-Griff. Der Zeigefinger wird vom Gewicht des Arms in den Hals. Hier ist richtig Druck drauf. Ich brauche den Daumen gar nicht für ein sauberes Barré. Ja, aber der Daumen macht es einfacher, dann den Bund zu wechseln. Okay, dennoch, ich möchte es nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Wenn ihr wirklich ernste Probleme im Daumen oder in der Hand oder im Arm habt durchs Greifen, dann lasst jemanden drauf gucken. Es sei denn, ihr macht einen von diesen drei Fehlern so offensichtlich, dass ihr mal denkt, oh, das probiere ich aber jetzt mal aus. Es ist recht wahrscheinlich, dass die Probleme damit aufhören. Aber jemanden fragen, ihr wisst ja, wie es ist, das schadet nicht. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt oder andere Probleme mit der Greif- oder der Schlaghand, dann schreibt mir das runter in die Kommentare. Ich gucke mal, was ich draus machen kann. Vielleicht nochmal ein Video oder so. Und wenn euch sowas gefällt, so ein Kram von mir, dann lasst doch einfach ein Abo da oder ein Like oder empfehlt mich weiter oder tanzt für mich oder wie auch immer. Wir sehen uns. Tschüss!